seit gut 3 Jahren tagt der NSA-Untersuchungsausschuss und versucht aufzudecken oder hat angefangen damit aufzudecken, was die NSA so treibt und was auch der Bundesnachrichtendienst so treibt. Man könnte meinen, das interessiert gar nicht, weil die Bundesregierung ihr BND-Gesetz schon beschlossen hat, bevor der NSA-Untersuchungsausschuss seine Arbeit abgeschlossen hat. Nichtsdestotrotz eine unfassbar wichtige Arbeit, über die uns jetzt Anna Biselli und Susanne Lang etwas mehr erzählen werden, beziehungsweise über eine Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren. Herzlich willkommen, ihr beiden. Okay, schön, dass ihr hier seid. Wir wollen euch heute gar nicht so viel zu dem Ausschuss an sich erzählen. Ich glaube, viele von euch haben darüber schon einiges gehört, sondern wir wollen euch primär was zu diesem Projekt erzählen und wie es uns hoffentlich helfen kann, auch mit den Erkenntnissen aus diesem Ausschuss weiter umzugehen. Eine Kleinigkeit aber noch zu diesem Ausschuss, um nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, was für Dimensionen das hat und warum wir das dann eigentlich auch gemacht haben, ist, dass läuft jetzt seit 2,5 Jahren. In diesen 2,5 Jahren gab es insgesamt mittlerweile 116 Sitzungen dieses Ausschusses bisher, von denen die Hälfte ungefähr öffentlich war, das heißt, bei denen die Hälfte Menschen kommen konnten und sich das anschauen konnten. Wir begleiten das bei Netzpolitik.org seit Anfang und machen Live-Blogs dazu, um das eben Menschen zugänglich zu machen. Aber die sind eben auch ewig lang und es ist eben schwierig, sich das durchzulesen, wenn man irgendwie eine begrenzte Zeit hat. Und wir wissen auch, dass das irgendwie mehr eine Sache für Menschen mit speziellem Interesse daran ist. Und neben diesen Protokollen gibt es eben noch massenweise Medienberichterstattung. Das heißt, schon vor dem Ausschuss natürlich diese ganzen Snowden-Enthüllungen, die zu diesem Ausschuss geführt haben, aber auch währenddessen gab es immer wieder Leaks, es gab immer wieder Ereignisse, die die Arbeit dieses Ausschusses beeinflusst haben und das ist eine ziemlich unüberschaubare Menge geworden. Das haben wir selber gemerkt, weil selbst wenn wir uns fast jeden Tag damit beschäftigen, ist es irgendwann nach 2,5 Jahren wahnsinnig schwierig, das noch zu überblicken. Und es ist wahrscheinlich noch viel schwieriger für Menschen, die sich eben nicht jeden Tag damit beschäftigen, die aber trotzdem Dinge zu diesem Ausschuss wissen wollen, die Dinge recherchieren wollen, seien es jetzt Journalisten, seien es Leute, die sich vielleicht später mal wissenschaftlich damit beschäftigen wollen oder seien es einfach nur interessierte Leute, die mehr verstehen wollen, was da passiert ist. Und außerdem ist so ein Problem mit Wissen, dass eben dieser Ausschuss irgendwann vorbei sein wird. Das heißt, dann ist auch die Medienöffentlichkeit für diesen Ausschuss vorbei und dann haben wir so ein bisschen die Befürchtung, dass vieles in Vergessenheit gerät, wie es auch bei früheren Ausschüssen der Fall war. Ich habe zumindest im Zusammenhang mit diesem Ausschuss öfter mal zu früheren BND-Ausschüssen, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Irakkrieg, recherchiert und habe gemerkt, es ist unglaublich schwierig, wenn man diesen Prozess damals nicht aktiv begleitet hat, noch rauszufinden, was war wichtig, was waren die wichtigsten Erkenntnisse und worum ging es da überhaupt und welche Schritte wurden da gemacht, um Erkenntnisse zu erlangen. Und dann eben auch gemerkt, dass vieles doppelt aufgedeckt wurde, zum Beispiel gab es gewisse Skandale, die heute im Ausschuss angesprochen werden, die damals auch schon mal angesprochen wurden. In den Randgebieten natürlich, nicht in diesem Hauptskandal, aber es kommt immer wieder die Sprache auf Dinge, die schon mal da waren. Und ich finde es ziemlich schwierig, dass dieses Wissen verloren geht, weil man sich damit Arbeit doppelt macht und weil natürlich auch diese ganze Aufmerksamkeitsökonomie dazu führt, dass Leute Dinge vergessen und Leute Skandale vergessen und dann eben auch mit diesem Vergessen gearbeitet werden kann, politisch, um eben Dinge durchzudrücken, die man eben, ja, auf Tatsachen macht, die man lieber hinterm Licht halten will. Und es gibt noch eine andere Motivation für dieses Projekt und die wird euch Susanne erzählen. Na, das geht jetzt so ein bisschen Hand in Hand. Also das eine ist, es sind ja viele Sachen schon enthüllt worden und viele Skandale sind zutage getreten. Und wir haben selber gemerkt in dem Versuch, wenn man jetzt mal versuchen will zusammenzufassen, was ist denn eigentlich das Wichtigste, worauf müsste man jetzt wo ist die Wunde, auf die man den Finger legen will, dass es sehr schwer ist, da überhaupt eine eigene Analyse zu machen, weil man einfach in der Materialflut versinkt. Gleichzeitig aber, der Ausschuss geht, wie gesagt, dem Ende zu, es werden die Abschlussberichte anstehen und dann wird sich eigentlich entscheiden, was so die politische Quittung ist und wer die zu zahlen hat, die daraus entwächst. Wenn es zu dem Zeitpunkt keine Öffentlichkeit gibt, die daran mehr Teil hat an der Diskussion und die sich da nicht einmischt und die da nicht eigene Akzente setzt, dann wird es so ein bisschen so, wie das jetzt mit der BND-Reform versucht wird, relativ sang- und klanglos vor dem nächsten Wahlkampf wieder eingepackt werden. Wenn wir nicht wollen, dass es passiert, dann müssen wir jetzt anfangen, in die Diskussion zu kommen und eine eigene Bewertung
entwickeln. Dazu müssen wir überhaupt erstmal uns einen Überblick verschaffen, was eigentlich alles da rausgekommen ist. Und dazu haben wir halt dieses Material in erster Linie zusammengestellt. In erster Linie, damit wir jetzt anfangen können, gemeinsam außerhalb und mit den parlamentarischen Diskussionen, aber in Ergänzung dazu, Druck zu erzeugen, damit der Ausschuss irgendwelche Resultate hat, die eben nicht nur heißen Verschlimmbesserung oder Legalisierung eines nicht haltbaren Zustandes, wie es jetzt mit der BND-Reform halt gemacht wurde. Wir können ja mal kurz zeigen, wie man da navigieren kann oder so, oder wie wir uns das gedacht haben. Es ist, wie gesagt, in erster Linie nur eine Materialsammlung von allen möglichen Sachen, die veröffentlicht wurden. Also Analyse und so haben wir uns dann gleich in die Haare geschmiert. Das ist überhaupt noch nicht machbar. Dazu braucht man halt nochmal eine andere Unterstützung und so andere Zeit. Ich glaube, es ist auch noch ganz wichtig zu ergänzen, dass auch ein Punkt in diesem Ausschuss ist, weshalb wir diesen ganzen Erkenntnissen nicht einfach so stehen lassen dürfen, ist, dass viele Erkenntnisse einfach noch gar nicht da sind. Das heißt, dass man zwar eine Menge an Material hat und dass eine Menge enthüllt wurde und eine Menge rauskam, aber eigentlich, wenn man sich anschaut, was dieser Ausschuss untersuchen sollte, dann ist da noch viel mehr, was komplett im Dunkeln liegt. Und das sollte eigentlich auch nicht in Vergessenheit geraten. Und da sind vielleicht teilweise Ansatzpunkte da, an die man aber später nochmal anknüpfen muss. Das heißt, man muss schauen, wie man dieses Thema weiter behandelt und wie man das Thema vor allem auch weiter auf der Tagesordnung halten kann, um ganz einfach zu zeigen, guck mal, da ist noch was, was wir zeigen müssen. Genau, dann gehen wir mal zur Demonstration über. Erzählst du? Genau, das ist, wie gesagt, ein Archiv. Wir haben das chronologisch sortiert. Das ist so irgendwie, erschien uns das Sinnvollste. Das ist also erstmal nur chronologisch sortiert. Das heißt, man kann das entweder von aktuell auf alt oder andersrum sich anzeigen lassen und dann 5 Meter lang scrollen und kommt dann bis zum Ende. Das ist so zusammengefasst, dass man halt wirklich immer nur die ganzen Kurzüberschriften hat, also dass man so gleich weiß, was passiert ist. Wenn man dann auf mehr Informationen klickt, hat man halt eine kurze Zusammenfassung, was sich hinter diesem Ereignis oder hinter dieser Enthüllung oder hinter dieser Sitzung verborgen hat, mit den entsprechenden Links zu allen möglichen Leuten, die darüber berichtet haben. Also es ist, wie gesagt, ein Archiv von einem veröffentlichten Material. Das heißt, man findet dann halt, hat die Süddeutsche darüber berichtet, hat technische Aufklärung darüber berichtet, hat Netzpolitik darüber berichtet und was sagen die jeweils. Genau, man sieht halt auch die Originalquellen, das heißt, wenn es eben zum Beispiel vom Bundesverfassungsgericht dazu ein Urteil gibt oder Pressemitteilungen oder sowas, dann findet man die halt auch, damit man eben nicht ewig suchen muss. Wir haben halt versucht, die wichtigsten Quellen zusammenzutragen, haben dabei auch festgestellt, es gibt immer wieder die gleichen üblichen Verdächtigen, die darüber schreiben, aber eben gerade die Originalquellen und die wichtig in der Diskussion waren. Das heißt jetzt nicht jeden, der die DPA-Meldung abgeschrieben hat, sondern eben die mehr oder weniger originär waren. Da fehlen uns noch viele, sagen wir vorab. Also es ist jetzt noch kein fertiges Produkt, aber der Ausschuss ist ja auch nicht fertig. Genau, und neben den, also was uns wichtig war, ist, wir haben eben, oftmals findet man halt Leute, die entweder auf die Enthüllungen sich fokussieren oder auf die Sitzungen sich fokussieren. Was halt oft hinten runterfällt, ist so eine Gesamtübersicht und vor allem ein Überblick, was halt noch so passiert ist. Und das sind die drei Sachen, die wir zusammengeführt haben. Also hier sind halt auch Demonstrationen mit bei oder andere öffentliche Aktionen oder große Veranstaltungen, sodass man so ein bisschen eine Kontextualisierung herstellen kann und sich ein bisschen nachvollziehen kann, wie der Prozess gelaufen ist. Interessant ist auch, wir haben das Ganze dann noch versucht, da sind wir auch noch nicht ganz fertig mit, aber das mit Schlagwörtern zu verschlagworten, sodass man halt bestimmte Ereignisse nochmal dezidiert nachvollziehen kann. Auf der Startseite hat man so Beispielkategorien oder Verschlagwortungen gesehen, wie zum Beispiel den Selektorenbeauftragten. Da kann man halt nachvollziehen, wie lief die ganze Diskussion um den, wer wird Selektoren, wer hatte eigentlich, wann war das nochmal, hat jetzt die Regierung oder die Opposition, von wem kam welcher Vorschlag, wann kam welches Interview und welche Enthüllung dazu. Oder auch, wenn man halt nach Personen sucht. Zum Beispiel, manche Leute haben ja mehrfach ausgesagt, wenn man nochmal, dann hat man ja oft das Problem, was hat der nochmal gesagt, der Zeuge, war der nicht nochmal und wo und so. Dann kann man da auch nochmal sich eine Kurzzusammenfassung, Überblick verschaffen. Was man in diesen Übersichten ganz gut darstellen kann oder auch sieht, ist, dass es wirklich so eine Wechselwirkung gibt. Also es gibt manchmal so Enthüllungen, die dann im Ausschuss ein Thema aufmachen, was sonst in den Ausschuss nicht gekommen wäre, weil die Dokumente da nie gelandet wären.
Und dann ist auch ganz interessant zu sehen, von welcher Presse kommt welche Enthüllung, zu welchem Zeitpunkt, was ist dann noch passiert auf Bundesebene. Also da kann man viel Zeit mit verbringen, um nach Verbindungen und nach Zusammenhängen zu suchen, die man in der Situation selbst vielleicht gar nicht gemerkt hat, weil man halt viel zu nah dran ist. Also da hilft so eine Vogelperspektive. Dazu wollen wir das machen, damit man sich damit beschäftigen kann und das analysieren kann. Genau, man sieht halt auch ganz gut, wir haben halt die Enthüllungen jeweils in Rot dargestellt, die Sitzung in Blau und den Rest, der so passiert ist, in Grün, damit man eben auch sieht, zum Beispiel hier, wenn wir zum D6 gehen, da gab es eine Menge Enthüllungen. Das heißt, die standen am Anfang und danach wurde das plötzlich in Sitzungen behandelt, darauf folgten wiederum Ereignisse. Das finde ich ganz wichtig, einfach zu sehen. Teilweise wurde eben erst durch Presseenthüllungen möglich, in dem Ausschuss überhaupt über ein Thema zu sprechen, weil dann eben dieses Thema erst auf ein Tablett gehoben wurde und es wäre sonst nicht möglich gewesen. Und da sieht man auch so ein bisschen die Wechselwirkungen oder wenn man sich zum Beispiel bestimmte politische Äußerungen im Rahmen von eben Enthüllungen oder Ereignissen und dann wieder folgenden Enthüllungen, die die politischen Äußerungen teilweise widerlegt haben, anschaut, dann sieht man schon eine ganz gute Dynamik und das eben auch nochmal nachvollziehen zu können, ist, glaube ich, ganz praktisch. Und ein paar Sachen, die uns aufgefallen sind, ist, also jetzt mal so ganz grob gesagt, die Opposition strampelt sich ab und hat eigentlich ohne Druck von außen kaum eine Chance oder auch ohne Zuarbeit von außen. Die Koalition ist ständig dabei zu verzögern und zu vertuschen und sieht man zum Beispiel an der Erweiterung des Untersuchungsauftrages, also die Diskussion, die es um die Frage gab, also wie kam es denn dazu, bis der Untersuchungsauftrag erweitert werden konnte, wie lange sich das zog, das waren gut 4 Monate, wie man hier sieht. War eigentlich, also die Idee kam ja vorher schon auf, die kam ja irgendwie Ende 2015 auf, aber da wurde die halt noch nicht so formuliert. Das heißt, wir haben diesen Antrag und dann gab es eben immer wieder Diskussionen und Diskussionen und Diskussionen und bürokratische Verzögerungen und bis es dann mal so weit kam, dass das auch wirklich beschlossen werden konnte. Aber ich glaube, ja, an dieser Zeugen-Snowde-Geschichte sieht man das eigentlich auch ganz gut. Also da sieht man halt den Versuch, Sachen auszusitzen, auf der einen Seite Zeit zu gewinnen und gleichzeitig halt Sachen möglichst vom Tisch zu kriegen, so. Und auch wenn es jetzt nicht die Möglichkeit geben wird, da so einen Druck von außen aufzubauen, dass andere politische Konsequenzen durchsetzbar sind, so sollte es doch möglich sein, zumindest klar zu machen, dass das nicht alles gewesen sein kann. Also wir brauchen eigentlich einen Folgeausschuss also unter anderem, weil der wichtigste Zeuge halt nach wie vor nicht gehört wurde und weil halt bestimmte Themengebiete überhaupt noch nicht im Detail, also die ganze Drohnenkriegsfrage, die ist noch nicht ansatzweise untersucht worden. Also nur ganz grob, aber noch nicht im Detail. Also insofern, wenn es nur das Ergebnis ist, dass es einen zweiten Ausschuss geben muss, dann ist es schon ein gutes Ergebnis, weil momentan wird sehr stark versucht, immer wieder zu sagen, es interessiert ja keinen, das ist doch alles jetzt schön mit der BND-Reform, wir können jetzt zum nächsten Punkt fortschreiten und so weiter. Also da wird es jetzt eigentlich nur an uns liegen, darzustellen, unter Beweis zu stellen, dass es sehr wohl viele Leute interessiert und dass man sich damit nicht zufrieden gibt. Genau, und damit wir auch so ein bisschen einen Aufruf haben an euch, ist eben auch die Sache, wir brauchen Menschen, die uns mithelfen. Das heißt, es ist ja lange nicht vorbei. Das heißt, die Seite wird immer weiter wachsen, hoffentlich. Und eben auch Sachen, die wir vielleicht übersehen haben. Das heißt, wir haben versucht, das zusammenzutragen. Wenn man mal so einen langweiligen Abend hat, kann man auch mal irgendwie durchscrollen und weiß nicht, 160 Seiten oder so sind das, wenn man die irgendwie auf Papier ausdruckt, kann man sich alles mal anschauen. Aber wenn ihr was findet, was wir nicht gefunden haben oder was wir übersehen haben, dann schreibt uns das und zwar an, da ist irgendwie so ein Ding drüber, ich kann da nicht draufklicken. An Anzeige.hdmi1. Genau, schreibt uns an hinweis@werkontrolliertwen.de, da ist irgendwie auch der Fingerprint, aber den findet ihr einfach auf der Seite. Und wir freuen uns sowohl über konkrete Hinweise zu Themen, zu Artikeln, zu Enthüllungen, als auch über Kritik, Lob, Anregungen, alles, was ihr so zu diesem Thema zu sagen habt. Und es gibt Sticker. Und es gibt Sticker, genau. Die gibt es da und da. Und wir werden noch so ein paar mehr in der Gegend rumverteilen wahrscheinlich. Genau, falls ihr Fragen habt, gerne. Ansonsten sind wir erstmal fertig. Ja, vielen Dank euch beiden fürs Vorstellen und euch und allen, die hinter diesem Projekt stehen und daran mitgewirkt haben. Da hinten gibt es schon eine Rückmeldung.
Ja, vielen Dank erstmal, dass ihr euch die Mühe gemacht habt. Ich frage mich, habt ihr euch überlegt, die Möglichkeit zu schaffen, dass diese Texte oder auch die Liste, crowdsourcen, also das zu öffnen für Annotationen im Sinne von, weiß nicht, ungefähr so wie Vroniplug funktioniert hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das gehen könnte. Ja, das ist kompliziert. Das heißt, es ist natürlich auch ein redaktioneller Aufwand, dann zu gucken, was passt vielleicht nicht, was stimmt vielleicht nicht und wo muss man irgendwie aussortieren. Aber ja, wir haben darüber nachgedacht, aber bisher ist es erstmal nur über diese schickt uns eine Mail-Geschichte gelöst, aber das kann sich ja vielleicht noch ändern. Okay. Noch mehr Rückmeldungen? Rückfragen? Okay, es gibt, glaube ich, auch einen Twitter-Account, über den man irgendwie, dem man folgen kann, wenn man über Updates informiert bleiben möchte und nicht immer draufklicken möchte? Ja, ja, kann man. Der heißt irgendwie wer-k-wen, weil Twitter das nicht zugelassen hat, dass es zu viele Zeichen sind, aber wahrscheinlich findet man ihn auch über wer kontrolliert wen irgendwie. Okay. Gut, dann wissen wir Bescheid. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg mit dem Projekt.